Tränen der Erleichterung fest liegen sie sich in den Armen, die Eltern des kleinen Leon. Es ist Ende August 2022, als der sechsjährige Leon bei einem Spaziergang mit seinem Vater in den Fluss stürzt und stirbt. Der Verdacht, Vater Florian A. soll seinen geistig beeinträchtigten Sohn gestoßen und somit getötet haben. Der Fall sorgt europaweit für Aufsehen. Verwandte und Freunde erscheinen zum Prozess. Denn im Fall einer Verurteilung droht Fitnesstrainer Florian A. lebenslange Haft. Dazu kommt es nicht. Die 8 Geschworenen sprechen den 39-Jährigen einstimmig frei. Das Ende von 17 Monaten Untersuchungshaft. Florian A. darf zurück nach Hause. Zumindest vorerst, denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.